Binder, you were brought to this campaign to adjudicate the disagreements between the two armies. After your arrival, matters quickly escalated into a civil war. Did you knowingly join the conquest of the Tears to sow discord in your wake? Or were you merely a victim of circumstance? Ich habe eine letzte Frage, Schicksalsbinder. Du wurdest in diesen Feldzug geschickt, um über die Unstimmigkeiten zweier Armeen ein Urteil zu fällen. Nach deiner Ankunft eskalierte die Angelegenheit schnell in einen Bürgerkrieg. Hast du dich bewusst der Eroberung der Stufen angeschlossen, um Zwietracht zu sehen, oder warst du nur ein Opfer der Umstände? Ihr trauert nicht ernsthaft um den fehlgeschlagenen Feldzug in diesem rücksichtslosen Land der Wilden? Kyros kann in ein paar... Ja, ich kann 6 wählen. 6 ist nichts. Ihr traut es mir zu, einen Bürgerkrieg anzuzetteln? Richtig, ihr schmeichelt mir. Kyros kann in ein paar Tagen weitere Truppen schicken. Ich habe mich dieser Eroberung zum Ruhme Kyros angeschlossen, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Archonten den gleichen Grund dafür hatten. Nehmen wir das mal. It's possible, even likely, that the Archons traveled south with their own agendas. I make no secret of the fact that the more worthy of the two would have inherited the Tears to rule as their domain under Kairos, and ambition got the better of them both. They were expected to conduct themselves in a professional manner, as were you. Es ist möglich, sogar wahrscheinlich, dass die Archonten mit ihren ganz eigenen Absichten in den Süden reisten. Ich mache kein Geheimnis aus der Tatsache, dass der würdigere von den beiden die Stufen als sein Herrschaftsgebiet unter Kyros erhalten hätte. Beide wurden vom Ehrgeiz übermannt. Es wurde von ihnen erwartet, dass sie sich auf eine professionelle Weise benehmen, von dir auch. Abgesehen vom Benehmen, die Tatsache, dass die Korruption der Archonten ein angenommener Fakt ist, spricht für den Erfolg der Mission dieses Schicksalsbinders. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Er blickt zu den anderen Schicksalsbindern. Ich finde das irgendwie ermutigend. I am finished with my line of questioning. Have you any closing remarks for the court? Obwohl ich stets danach gestrebt habe, Frieden und Ordnung in diese zerschlagene Gegend zu bringen, erkenne ich an, dass unsere Arbeit ein harter Kampf ist, die Mühen sich aber lohnen. Die Jahre haben mir gezeigt, dass Krieg und Konflikte das Antlitz der Stufen ändern können. Ich bin der Hammer, der Erz so formt, dass es sich verarbeiten lässt. Kyros Frieden ist eine Lüge. Der Oberherr behält die Herrschaft, weil wir keine Alternativen kennen. Ein besserer Oberherr steht vor dir und ist bereit, Gerechtigkeit so zu definieren, wie er es für angemessen hält. Ich wollte nur sagen, dass ich die Autorität des Gerichts nicht anerkenne, über mich zu urteilen. Ich fordere euch zu einem Kampfurteil. Macht euch bereit, Archon. Nehmen wir mal das Erste. The way you frame it, the conquest sounds like a matter of true personal investment. Most curious. So wie du es ausdrückst, klingt die Eroberung wie eine Angelegenheit, die dir persönlich sehr am Herzen liegt. Interessant. After weighing the charges, this court finds you schuldig, oder? Nach gründlichem Abwägen der Anklagepunkte befindet sich das Gericht für innocent. Against all reason or expectation, I find you innocent. Your testimony was sufficient to justify your deeds, your self-appointed authority, and your undermining of Kairos's law. I can hardly believe it myself. Unschuldig. Entgegen aller Vernunft und Erwartung befinde ich dich für unschuldig. Deine Aussage war ausreichend, um deine Taten, deine selbsternannte Autorität und sogar das Untergraben von Kyros Gesetz zu rechtfertigen. Ich kann es selbst kaum glauben. Tunon hebt eine zitternde Hand an seine Maske. Richter, fühlt ihr euch nicht wohl? Hogalas macht einen vorsichtigen Schritt. Lass ihn, ich möchte sehen, wie sich das entwickelt. Kallus beugt sich interessiert vor. Archon, your presentation in the court today has shaken many of my core beliefs. Things I held sacred under Kairos's law are now uncertain. Archon, deine heutigen Ausführungen im Gericht haben meine grundlegende Überzeugung erschüttert. Dinge, die ich in Kyros Gesetz als unantastbar gesehen hatte, sind nun ungewiss. Er sieht seinen Richterhammer mit offenbarer Verwirrung an. I once thought that Kairos was the sole overlord. The notion of rising to her echelon of power and influence wasn't a concept that existed for me. For anyone.
Einst dachte ich, dass Kyros alleinig über uns herrscht. Die Vorstellung, dass jemand ihre Macht und ihren Einfluss erreichen könnte, existierte für mich nicht. Für niemanden. You have proven her wrong. What's more, you understand justice and law better than she ever did. Better than even. Du hast sie widerlegt. Zudem verstehst du Gerechtigkeit und das Gesetz besser, als sie es jemals tat. Besser sogar als... Auf seiner Maske zeichnen sich Falten um die Augen ab, als würde er vor Schmerz zusammenzucken. I am willing to accept you as my new sovereign, if you'll have me. Ich werde dich als meinen neuen Herrscher annehmen, wenn du mich haben willst. Oh Gott. Ich akzeptiere. Zusammen werden wir das Gesetz neu schreiben und den Grundstein für ein neues Reich legen. Ein weiterer Vasall. Ich akzeptiere es. My gavel and my justice are yours. I will execute your laws as you draft them. Show mercy as you see fit. And bring to ruin all who would reject you. Mein Richterhamm und meine Gerechtigkeit sind euer. Ich werde euer Gesetz verstrengen, so wie ihr es entwerft. Ich werde Mitleid zeigen, wo ihr es für angebracht haltet und allen Vernichtung bringt, die euch ablehnen. Jetzt fehlt nur noch Bläden Mark. Da ist das Schiff Bläden Mark aus dem Schatten. Er gleitet auf dich zu, zwei Dolche mit schwarzen Klingen, unauffällig in den Händen haltend. Seine Augen huschen zwischen dir und Tunon und hin und her. Kid. Richter Kind, er grüßt euch beide mit einem knappen Nicken, bevor er seine Forderung allow verkündet. This blade to cut to the point. I have an objection or two. Erlaubt dieser Klinge einen scharfen Einspruch oder zwei. Er wirbelt mit beiden Dolchen, seine Finger bewegen sich behende in die Schatten und wieder ans Licht. Die Bewegung ist fast hypnotisch und vollkommen verschwommen und die ganze Zeit über bohren sich seine hellstrahlenden Augen in deinen. Ich bin nicht irgendein Kind, ich bin jetzt Archont. Ist dir ist klar, mit wem du dich anlegst, oder? Oh, Zorn! Er grinst breit und gefährlich, seine Zähne leuchten in der Dunkelheit. Ich habe... It's not like I have a grudge against you. I just can't let you live on Kairos' orders. I'm sure you understand. Ich habe nichts gegen dich. Ich kann dich nur nicht leben lassen. Auf Kairos' Befehl verstehst du das gewiss. Mhm, du tust nur deine Arbeit. Nein, ich verstehe es nicht, erhelle mich. Offenbar wartest du schon lange auf diesen Moment. Und sie hat es dir persönlich gesagt, ja? Kairos has given me free rein of action to protect the Overlord's interests. The semantics are of little concern to her. Though I admit they will greatly affect you. Kairos hat mir freie Hand gelassen, um die Interessen der Oberherrin zu schützen. Die Semantik des Ganzen schert sich sie wenig. Wobei ich zugeben muss, dass sie auf dich große Auswirkung gehabt wird. It would appear the court headsman is determined to make his stand. Under normal circumstances, I would curb this behavior with a swift execution. However, we have long since abandoned normalcy. Es scheint, als sei der Scharfrichter des Gerichts entschlossen zu kämpfen. Unter normalen Umständen würde ich dieses Verhalten durch eine rasche Hinrichtung unterbinden. Allerdings haben wir schon längst jede Normalität hinter uns gelassen. There will be a trial by combat then. Bledenmark's claim against your own. Justice will win out, and the will of the true Overlord will be evident for the living to witness. You may begin when ready, Archon. Dann wird es ein Kampfurteil geben. Bledenmark's Anspruch gegen den deinen. Die Gerechtigkeit wird obsiegen, und der Wille des wahren Oberherrn wird sich den Lebenden offenbaren. Du darfst beginnen, wann immer du soweit bist, Archont. Da habe ich wohl keine Wahl. Ohne Vorwarnung oder ein anderes Wort löst der Archont der Schatten sich in Dunkelheit auf. Das Licht in den Raum flackert und wird unklar, als er zum Angriff vorschießt. Your trial begins anew, Archon. Prepare to defend your title, your innocence and your very life. Dein Prozess beginnt von neuem, Archont. Bereite dich vor, deinen Titel, deine Unschuld und dein Leben zu verteidigen. Okay. Besiege Bledenmark. Ich werde ihn nicht töten, wenn's geht. Not a problem, Boss. Good aim.
Ja, außergewöhnliche Verteidigung. Okay. Ich glaube, das hat auch alle Sachen deaktiviert. Kann ich ihn taunten? Mal gucken. I will aid you. Okay. Er ist böse, das muss ich zugeben. Not a problem, boss. Er portet sich wieder weg. Da ist er wieder. Ausweichen, parieren. Rüstung. So, dann die Arie der Gewalt noch. Oh, Lyra ist am Sterben. So, Kreatur der Dunkelheit ist tot. Blenden Mark ist noch nicht tot. Will do. Good aim. So. The trick is to keep twisting. Dann sprechen wir das da mal. Okay, was können wir noch Böses machen? Außer ihn ordentlich hauen. Ich hoffe mal, die linke Nummer macht er jetzt nicht gleich nochmal. Okay, Lyra hat auch jetzt ein Level up, das ist gut. The trick is to keep twisting till you hear the sound. Ist jetzt bald mal tot? I'll hit you twice as hard next time. Okay, wir müssen mal wieder Lyra heilen. On it. Okay, Beric hat eine Wunde einkassiert. Du heißt noch mal Lyra. Okay, Lyra sieht gar nicht gut aus. I think that one hit bone. Jetzt dürften wir ihn aber haben. So, Blitzen Eisen. Das sieht so aus, gerade als ob es weh tut. Can't do that.
knees, worm! Mit vor Überraschung geweiteten goldenen, finsterblickenden Augen stürzt der Archon zu Boden. Er hustet Blut, das so schwarz ist wie die Schatten, die um ihn wabern. Er fesselt sich an seine zerschmetterte Brust und grinst. Look at you. The surprise of a lifetime. Schau dich an, die Überraschung eines Lebens. Er keucht das Blut in seinen Lungen, lässt ihn ertrinken. Das Licht in seinen Augen verblasst, aus seinen Pupillen sickert Schwärze, die sich ausdehnt und die ganzen Augen verdunkeln. Ein bedeutungsvoller Blick wechselt zwischen euch beiden. Seine Finger graben sich in den Boden. Don't die too easily. Won't look good for me. Sei kein leichtes Ziel für den Tod. Wäre schlecht für meinen Ruf. This brightness is blinding. Master, if you'll join me upstairs, I will pledge fealty to you in a lawful manner. Meister, wenn ihr euch zu mir nach oben begeben würdet, werde ich euch auf gesetzesmäßige Weise Lehnstreue schwören. Okay. Greift mich Thunhunter da oben auch noch an? Ich habe Lädenmark besiegt und kriege Handschuhe und viel anderes Zeug. So, und jetzt sollte ich speichern. Ich habe Schattenbindung erhalten. Fleisch zu Stein, das sind alles Reputationsfähigkeiten, Waffensets. Na gut. Ich speichere jetzt mal richtig. Spiel speichern. LP031. Und dann sehen wir uns gleich wieder.